Linguistik in 120 Sekunden, Nummer 49, das Origo-Modell. Das Origo-Modell wurde vom Sprachwissenschaftler Karl Bühler entwickelt und beschreibt die Sprache als Werkzeug des Zeigens. Zentraler Bestandteil des Origo-Modells ist ein Koordinatensystem. Auf dessen Ursprung, lateinisch Origo, ist symbolisch der Sprecher dargestellt. Die Achsen bilden nun zwei von drei Zeigefeldern. Diese werden auch als Deixis bezeichnet. Die Raum- und Zeitdeixis werden um die Personendeixis ergänzt. Diese drei Deixen können mit indexikalischen Ausdrücken wie etwa Personalpronomen, ich, du, sie, er, Zeitadverbien wie jetzt, gestern, später, vorhin und Ortsadverbien wie über, unter, neben, dort beschrieben werden. Sie bilden zusammen das Sprechereignis, wodurch Bedeutungen entschlüsselt werden können. Der gezeigte Gegenstand wird Demonstratum genannt. Der Referent etabliert sich als dazugehörige Bedeutung des Gezeigten. Doch wie lässt sich nun diese Theorie in die Realität eingliedern? Neben dem Origo-Modell formulierte Bühler drei Modi des Zeigens. Erstens das Demonstratio ad oculus. In einer gemeinsamen raumzeitlichen Umgebung wird hierbei auf einen Gegenstand gezeigt. So verweist der Sprecher auf einen Baum und gleichzeitig kann der Empfänger durch diese sprachliche Zeigeform verstehen und eine mögliche Bedeutung daraus schöpfen. Zweitens die Deixis am Phantasma. Hierbei wird in einer gemeinsamen Vorstellung auf etwas gezeigt. Ein klassisches Beispiel ist die Wegbeschreibung. Jemand erfragt den Weg eines spezifischen Zieles, woraufhin der Sprecher ihn in einer gemeinsamen gedanklichen Umgebung hinführt. Und drittens der anaphorische Modus. In diesem übernimmt ein fiktiver Sprecher in einem Text die Aufgabe des Autors. So ist Faust sinnbildlich eine Marionette Goethes, der im Text selbst agiert, spricht und zeigt. Es lässt sich also nun abschließend zusammenfassen, dass die Deixis als Zeigefeld der Sprache das Hauptprinzip des Origo-Modells darstellt. Die Deixis ist von Sprecher zu Sprecher einzigartig. Jedes Ich bezeichnet eine andere Person und ein Hier ist für den Gesprächspartner ein Dort. So unterstützt sie die Orientierung in einer gemeinsamen Sprechsituation. Sie fördert damit ein erfolgreiches Sprechereignis.